Einen schönen guten Abend. Ich muss erstmal durchatmen. Wir haben ein turbulentes Spiel hinter uns. Der Endstand vor 2467 Zuschauern lautet 6:5 nach Verlängerung für den EV Regensburg. Ich darf Ihnen die Trainer beider Mannschaften vorstellen. Zu meiner Rechten der Coach der Bayreuth Tigers, Sergei Wassmüller. Und zu meiner Linken EVR-Coach Doug Irwin. Wie immer gebührt das erste Wort unseren Gästetrainer, Herr Wassmüller, Ihre Analyse zum Spiel. Ja, hallo, guten Abend erst einmal. Meine Stelle erst einmal muss ich gratulieren, Doug und seine Mannschaft zum Sieg. Ja, das war Dramatik pur. Das Spiel mit viele Fälle, Ergebnis spricht von sich selber, von beiden Seiten. Teilweise zerrissene Partie. Wir waren wirklich 4 Sekunden kurz vor Schluss von 3 Punkten entfernt. Und dann kassieren wir Tor und dann zum Verlegern gegangen. Wir haben gestern immer noch Strafzeiten, das war natürlich ein bisschen komisch, aber. Und dann ist es im Endeffekt, wir gehen nach Hause mit einem Punkt. Mit manchen Spielern von meiner Mannschaft, muss ich sagen, bin ich enttäuscht. Also die Leistung hat nicht ganz gepasst. Aber wie gesagt, das mit einem guten Happy End für die Regensburg, das Spiel ist gegangen. Dankeschön. Danke, Herr Wassmüller. Ja, danke. Dein Statement zu der Partie. Ja, guten Abend. Ja, ich glaube, der Mannschaft hätte passende Antwort geben. Also kämpferisch war aber wirklich gut drauf heute. Bisschen nervös am Anfang. Nach der Niederlage letzte Woche, das ist nicht leicht wegzustecken. Aber die Mannschaft hat gut gearbeitet, die ganze Woche, und ich war froh, dass kämpferisch jeder voll dabei war von Anfang an. Ich bin auch der Meinung, wie Sergei, dass da von beiden Seiten zu viele Fehler. Also ich glaube im zweiten Drittel, wir haben und auch am ersten eine gute Powerplay gespielt, aber im dritten, wir waren nervös und hektisch und viel Fehlpässe, und wir können froh sein, dass Bayreuth nicht 2 Tore in Führung gegangen ist vom Fehlpässe allein in unser Drittel, und wir waren wirklich in dieser Phase nervös und hektisch im dritten Drittel. Aber die Mannschaft hat die richtige Einstellung und kämpferisch, wie gesagt, hervorragend, und die haben immer noch geglaubt, und natürlich du brauchst viel Glück dazu, mit 6 Mann auf dem Eis und das Ausgleichstor zu schießen. Also Glück ist ganz nötig in solchen Situationen, und das freut mich riesig für Daniel Stiefenhofer, weil nach diesem Tor, nach seinen Fehlern, geht Bayreuth wieder in Führung, und ich glaube, dass der Daniel wollte in der Kabine gehen, aber er hat gekämpft, und er ist immer eine mit einer positiven Einstellung und positiver Ausstrahlung, und das freut mich, dass er dabei war für das Ausgleichstor kurz vor Ende des dritten Drittels und dass er das entscheidende Tor geschossen hat, weil Daniel ist ein wichtiger Mann für uns. Aber wie gesagt, das war ein enges Spiel, ein hartes Spiel zwischen 2 gute Mannschaften, aber ich bin der gleichen Meinung wie Sergei. Da war von beiden Seiten zu viele individuelle Fehler, und deswegen ist das Spiel so mit so vielen Toren ausgegangen. Danke. Danke, Dank. Ja, gibt es Fragen von Seiten der Presse, Herr Wotruba? Guten Tag, du hast vor dem Spiel gesagt, das war eine interessante Woche. Ich glaube, die letzten 2 Tage waren nochmal sehr interessant mit eurer ganzen Vorgeschichte von dem Spiel, mit den beiden Spielern, die erst spielen sollten, dann nicht spielen konnten jetzt. Und mit diesem Spielverlauf, das hat alles zusammengepasst diese Woche, oder? Ja, aber also das spielt überhaupt keine Rolle in der Mannschaft. Das mit den Ingolstadt-Spielen, das hat keinen Einfluss an unsere Mannschaft. Die werden sowieso nicht beim Playoff dabei sein. Und ich habe gesagt, das ist die letzten 6 Spiele, das ist wirklich Vorbereitung für Playoff, die 6 Spiele. Und natürlich, wir wollen die beste Ausgangsposition möglich. Und wir wollen weiterhin kämpfen, an unseren Tabellenplatz zu halten, und deswegen ist die 2 Punkte wichtig für uns. Das, was passiert hat, natürlich, ich werde froh, wenn 2 DL-Spieler dabei waren heute, weil das gibt uns
größere Karre und mehr Qualität in unsere Karre, aber mei, das war eigentlich nicht unser Fehler und die ganze Kooperation für mich ist nicht optimal gelaufen und eigentlich die ganze Saison, nicht nur in dieser Situation. Aber das ist im deutschen Eishockey so, dass die jungen Spieler, das ist schade, die jungen Spieler und die Entwicklung von den jungen Spielern. Ich wäre froh, wenn beide Spieler die letzten drei Monate bei uns gespielt haben. Oder die letzten, das war vielleicht ein Thema im Januar, wenn wir viele verletzt hatten. Ich war selber in Ingolstadt, hat mit Jerzy und Larry Hurst gesprochen. Und natürlich, die wollen Spielpraxis für die jungen Spieler. Die sind U20 Nationalspieler und die kriegen keine Eiszeit. Die haben auch in Landshut keine Eiszeit bekommen. Und die hätten für uns spielen können, besonders in die Zeit, dass Oakley verletzt war, dass Steli verletzt war, No. Aber als Oberliga-Mannschaft, du bist der Letzte. Und die Spieler haben trotzdem in Landshut gespielt der letzten Zeit und wenig Eiszeit. Und das finde ich schade. Aber das ist die Situation mit der Kooperation und es ist immer schwer für die Oberliga-Mannschaft. Danke, Dag. Herr Wodruber, weitere Fragen? Keine Fragen. Bevor ich zu den Endergebnissen aus den anderen Stadien komme, noch der Hinweis auf kommende Woche. Am Sonntag, den 22. Februar, steigt nach dem Heimspiel bei unserem treuen Sponsor und Partner Lanzinger Tanke eine kleine Tankaktion. Gegen Vorlage der Eintrittskarte oder der Dauerkarte gibt es 3 Cent Nachlass auf jeden getankten Liter Sprit. Ich denke, das ist einen ganz, ganz kurzen Applaus wert. Auch noch der kurze Hinweis, wir haben ja noch 2 Heimspiele zu absolvieren in der Vorrunde. Am 22. und schon gleich danach am 24. steigen 2 Duelle gegen Peiting und Erding. Wir bieten hier ein Kombi-Ticket an. Insgesamt gibt es 25% Nachlass. Wer Zeit und Lust hat, Kombi-Ticket sichern und uns unterstützen. Vielen Dank. Dann zu den Endergebnissen aus den anderen Stadien. Der EC Peiting schlägt den EHC Sonthofen mit 6:1. Der EHC Freiburg unterliegt vor heimischer Kulisse dem EHC Klostersee mit 1:2. Füssen verliert zu Hause gegen die Tölzer Löwen mit 3:7. Weiden unterliegt den Cyberwölfen mit 0:6. Und die Erding Gladiators schlagen den Deckendorfer SC mit 7:3. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche ein schönes Wochenende. Bis am Sonntag aus Sölb. Servus, ciao.